So, heute wechseln wir beim Terex TC25 die Kette. Das Kettewechseln ist aber genau dasselbe, als wenn man die Kette drauf macht beim Bagger, wenn die während des Betriebs abgefallen ist. Das Wichtige ist, ich zeige jetzt einmal zwei Möglichkeiten, wie man den Bagger hochbockt. Möglichkeit 1, man schwenkt den Arm um 90 Grad, hebt den Bagger so an, dass die Kette frei in der Luft ist, so wie wir es jetzt im Moment haben. Die zweite Möglichkeit ist, wir drücken uns erst hinten das Schild hoch. Machen dann vorne den Arm runter und jetzt ist die Kette auch wieder in der Luft. Das ist jetzt für diesen Fall das Einfachere. So, danach brauchen wir das Werkzeug. Jetzt in dem Fall brauchen wir eine Knarre mit 17er und 19er Nuss. Dann müssen wir einmal hier die Serviceklappe lösen, einmal die Nuss wechseln auf 19. In der Mitte hat er hier das Ventil. Das kann sein, dass man das eventuell hier mit dem Schraubenzieher ein bisschen runterdrücken muss, wenn man da nicht drankommt. In der Regel kommt man aber so dran. Dann lösen wir das Ventil. Jetzt gleich sieht man auch, wie sich die Kette schon entspannt. Sie wird lockerer, weil jetzt das Leitrad so in die Richtung reinfährt. Kannst du ruhig ganz rausdrehen. Das Ventil drehen wir jetzt ganz raus, aus dem Grund, wir müssen das Ventil gleich säubern. Säubern machen wir gleich. Als kleiner Trick, damit es leichter geht, kann man die Kette jetzt noch ein bisschen mehr entlasten, wenn man hier gegen das Rad, was keine Zähne hat, gegentritt. Wenn ich jetzt hier gegentritt, fährt der Zylinder immer noch ein Stückchen weiter rein und wir kriegen ein bisschen mehr Kettenspannung hin, also dass die Kette noch ein bisschen lockerer ist. Als nächstes brauchen wir unsere Brechstange. Du kannst reingehen, ja. Jetzt müssen wir die Kette abziehen. Wir nehmen die Brechstange, stecken hier rein. Bleib hier einfach mit dem Fuß drauf stehen. Der Kollege fährt einfach ein bisschen vor. Jetzt kommt die Kette langsam runter. Das passiert meistens nicht beim ersten Mal. Fahr nochmal. Hier sieht man jetzt auch, dass das ganze Fett vom Kettenspanner raus ist. Deswegen ist hier so eine richtige Fettwurst, weil das Rad jetzt komplett entspannt ist. Und dann drückt sich das ganze Fett quasi durch den Zylinder nach hier raus. Da sieht man es auch nochmal auf dem Video. So, jetzt nehmen wir die Kette weg. Warte mal, packen wir hier rüber. Ganz einmal das Leitrad rein und rausziehen, da sieht man das Spiel von dem Rad. Das Leitrad fährt quasi rein und raus. Ich würde das Leitrad nicht ganz rausziehen, weil das ist beim Terex relativ bescheiden, teilweise wieder reinzustecken. Deswegen würde ich bei dem Bagger das Leitrad immer drin lassen. Vor der Montage der neuen Kette nur mal gucken, dass das Leitrad ziemlich drin ist, so wie es jetzt der Fall ist. Und dann kommt schon die neue Kette. Bei der Kette muss man jetzt nur darauf achten, dass, also wäre schön, wenn man natürlich das Profil von der Kette sieht. Ich mache den Pfeil immer dahin, wo es Schild ist, weil da ist für mich vorne.
Ja, gleich drauf machen. So, dann gehen wir eben rein. Um wieder zu erleichtern, kann man mit einem dicken Hammer, wenn man zufällig auf der Baustelle hat, gegen die Kette hier ein bisschen hauen, dass sie eine bessere Führung kriegt. Jetzt kommt wieder unsere Brechstange zum Einsatz. Ich hake hinten hinter das Zahnrad. Da wird der Kollege in die Richtung fahren. Gib mal ein bisschen Gas. Ausschalten, zum einen. Machen wir weiter. Wenn die Kette gespannt ist, kann man den Bagger ein bisschen tiefer ablassen, weil dann wird die Kette quasi wieder ein bisschen länger. Jetzt lassen wir den Bagger ein bisschen tiefer, dadurch wird die Kette länger. Jetzt fahren wir ein bisschen vor. Warte. Jetzt muss wieder ein bisschen anheben. Und jetzt ist er quasi schon in der Führung drin mit dem Zahnrad. Kann man nicht ganz so gut sehen. Kannst du ausmachen. So, als nächstes kommen wir zum Spannen der Kette. Wichtig ist jetzt, dass wir das Ventil hier schön sauber haben. Dass hier quasi kein Dreck ist. Da hier kein Dreck sein sollte, soll natürlich hier im Stück, wo wir es reinschrauben, auch kein Fett sein. Das heißt, hier machen wir erstmal schön das Fett weg. Ja, am besten mit dem Finger machen. So, danach einmal hier mit dem Putzlappen oder mit dem Tempo das Ganze da auch schön sauber machen. Weil das hat quasi den Sinn, dass die Kontaktflächen sauber sind. Weil wenn jetzt hier ein kleines Steinchen oder so drin ist, dann wird sich da wieder das Fett rausdrücken. Und dann wird die Kette nach ein paar Minuten wieder locker werden. Deswegen müssen beide Kontaktflächen gereinigt werden. So, danach setzt man das Ventil ein. Ich stecke mir das Ventil immer auf die Knarre, stecke das hier rein, weil mit der Hand hat man am meisten Gefühl, nicht, dass man das schief einsetzt. Man dreht das so weit, bis man mit der Hand nicht mehr weiterkommt. Und dann hiermit einmal schön spannen. Damit wir jetzt die Kette vernünftig spannen, gucken wir die auch mit Fett. Wir setzen hier einfach auf den Schmiernippel die Fettpresse an und pumpen. Und jetzt sieht man schon, wie sich die Kette spannt. Ich habe gerade das Glück, dass meine Fettkartusche leer ist.
Und quasi das Leitrad hinten fährt jetzt weiter nach hinten und dadurch wird die Kette gespannt. Jetzt muss man darauf achten, dass die Kette immer noch federt, weil man kann mit der Fettpresse einen sehr hohen Druck aufbauen, dass das hier quasi komplett stramm ist. Wenn man mit dem Fuß hier drauf tritt, muss das immer noch ein bisschen, sag ich mal, wackeln. Also nicht zu stramm die Kette spannen mit der Fettpresse. Danach macht man die Fettpresse wieder ab. Ich würde jetzt das Blech wieder festschrauben. Bloß bevor ich das immer mache, fahre ich einmal mit dem Bagger ein bisschen vor und zurück. Aus dem Grund, es kann jetzt sein, dass die Kette hier nicht richtig in der Kette drin ist, das Zahnrad. Und dass man nachdem man ein bisschen gefahren ist, die Kette wieder locker ist. Deswegen fahre ich immer einmal mit dem Bagger vor und zurück. Es kann sein, dass die Kette sich noch mal setzt, da müsste man noch mal nachspannen. Aber wenn wir jetzt hier einmal drauf treten, die Kette wackelt, also hat ein bisschen Spiel, so soll das sein. Jetzt nur noch das kleine Kläppchen zugeschraubt und dann war es das. Auf die zweite Schraube gehen? Die habe ich jetzt da hinten liegen. Oh. Wir machen jetzt nur die eine Schraube hier rein und fertig. Also die zweite machen wir gleich.